Ja, herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Wir kommen heute zu einem weiteren Kapitel im Teil F. Es geht heute um die Spannungen infolge Torsion, ein Thema, was Sie schon aus einem anderen Fach kennen, aus der Maschinentechnik. Aber wir werden das nochmal im Prinzip von vorne auffrischen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben auch noch neue Aspekte ergänzen. Bei den Spannungen aus Torsion unterscheiden wir erstmal vier Fälle. Also wir sind auf der Seite F8. Vier Fälle, die wir hier in die Lücke mal reinzeichnen wollen. Der erste Fall es geht um die Querschnittsform, muss ich dazu sagen. Der erste Fall ist der Kreisquerschnitt. Und als Sonderfall vom Kreisquerschnitt, quasi als Abfallprodukt bei der Lösung, fällt dann quasi der Rohrquerschnitt ab, der fällt in die gleiche Kategorie. Dann die zweite Kategorie, die nennen wir massive Querschnitte. Ein massiver Querschnitt ist quasi jegliche Form außer dem Kreis, die also zum Beispiel wie der rechte Querschnitt so ein massives, also kein Hohlkörper ist, kein dünnwandiger Querschnitt ist. Ah, dann wollte ich die Kapitelnummern da natürlich noch dazu schreiben. Hier haben wir F3.1. Das ist dann Kapitel F3.2. Ist eigentlich dann logisch. So, die dritte Kategorie sind dünnwandig geschlossene Querschnitte. So, jetzt dürfte der Ton etwas besser sein. Ich habe etwas umgestellt. Ich hoffe, das ging vorher auch schon. Dünnwandig geschlossene Querschnitte. Schreiben wir es mal auf. Dünnwandig geschlossen. Das ist zum Beispiel ein Rechteckrohr. Natürlich fällt das Kreisrohr auch in diese Kategorie, zumindest wenn es ein dünnwandiges Kreisrohr ist. Das ist dann natürlich Kapitel F3.3. Und als letzte Kategorie dünnwandig offen. Und darunter würde jetzt zum Beispiel ein C-Profil fallen, wie wir es im Trockenbau oder im Stahlbau auch häufig verwenden. Offen bedeutet also kein Hohlkörper, also hier jetzt dieses Profil ist seitlich offen. Ein T-Profil würde genauso in diese Kategorie fallen. Das haben wir dann später noch weitere Beispiele. Warum müssen wir diese vier Kategorien betrachten? Es ist leider so, dass es keine geschlossene Lösung gibt, die alle Querschnittstypen quasi vereint, also keine universelle Theorie für die Spannungsberechnung. Es gibt zwar eine Differentialgleichung, aber man kann die eben nur für Sonderfälle lösen und dieser Sonderfall ist fast schon nur der Kreis und alles andere, was wir hier sehen, sind dann eigentlich schon Näherungsverfahren, aber gute Näherungen teilweise zumindest. Ja, also, weil es keine einzige Formel gibt, die alles beinhaltet, hat man dann angefangen, Lösungen in verschiedenen Bereichen zu entwickeln, die für die Praxis halt relevant sind. Und wir haben heutzutage auch Computermethoden, mit denen wir natürlich jetzt wieder viel mehr machen können, aber für die Handrechnung ist damit dann im Wesentlichen schon Schluss. Die Formel, die dahinter steckt, kennen Sie jetzt eben aus der Maschinentechnik schon. Die Torsionsschubspannung ergibt sich als Torsionsmoment, geteilt durch das Torsionswiderstandsmoment. Also im Prinzip wollen wir jetzt in diesem Kapitel im Wesentlichen mal so weit kommen, dass wir für diese vier Kategorien jeweils das Torsionswiderstandsmoment ermitteln können. Ich könnte Ihnen jetzt einfach, und das ist am Schluss auch das Ergebnis, das ist eine Seite Formelsammlung, ich könnte Ihnen jetzt einfach sagen, schaut danach. Aber ich möchte natürlich wie immer, dass Sie auch wissen, was Sie da tun, woher das kommt. Und gerade bei Näherungen ist es unheimlich wichtig, dass man ein Verständnis dafür hat, was der Charakter dieser Näherung ist, weil das Schlimmste, was Sie machen können, ist, eine Näherung zu verwenden für einen Fall, wo die gar nicht verwendbar ist, also wo sie zu ungenau ist. Gut, wir fangen mit dem ersten Fall an, der Kreis. Und das ist eben der Fall, wo man die Differentialgleichung noch genau lösen kann, wo wir sogar zur Lösung kommen, ohne dass wir die Differentialgleichung jetzt im Detail uns anschauen, sondern mehr auf einem Art anschaulichen Weg.
Und der anschauliche Weg beginnt damit, dass Sie sich hier mal so einen zylindrigen Stab vorstellen, also einen Rundstab, aber kein Hohlquerschnitt, ein Vollquerschnitt. Und der wird auf Torsion beansprucht, das sehen Sie hier am Ende angedeutet. Ein Drehmoment und die Schubspannungen, die da entstehen, sind da auch schon eingezeichnet. Die laufen praktisch tangential hier in Kreisen um den Mittelpunkt herum. Und letztendlich geht es um dieses Viereck hier. Also wenn Sie sich im unverformten Zustand natürlich schon Längslinien und Umfangslinien auf Ihren Kreisbalken zeichnen und dann verformen Sie den auf Torsion, dann werden Sie feststellen, dass so ein Rechteck, also was vorher mal ein Rechteck war, im verformten Zustand eine Raute geworden ist. Und daran schuld sind die Schubspannungen. Und zwar müssen wir uns das so vorstellen, dass die Schubspannungen in so einem Element, was wir uns dann gleich nochmal größer rauszeichnen, so gerichtet sind. Das ist sozusagen jeweils die gleiche Spannung in der Größe, also die gleiche Zahl, wenn Sie so wollen. Und dieser Spannungszustand führt dazu, dass sich ein Rechteck zu einer Raute verformt. Das sehen Sie jetzt gleich unten auf der Seite noch ein bisschen besser. Da habe ich jetzt also dieses Rechteck im noch nicht belasteten Zustand mal rausgezeichnet. Jetzt bringen wir ein Torsionsmoment auf den Balken auf. Dadurch entstehen Schubspannungen, die diese Richtung haben. Zumindest sind sie so positiv definiert. Wenn das ein negatives Vorzeichen ist, drehen sich alle Pfeile um. Dann gibt es eine Raute in der anderen Richtung. Aber diese, das wäre jetzt mal eine Möglichkeit. Und jetzt, ich nehme mal den geraden Strich hier. Dieses Viereck unter dieser Belastung verformt sich jetzt eben so, dass, wenn ich das jetzt am linken Ende festhalten würde, irgendwo muss ich es natürlich gedanklich festhalten, dass sich das dann eben so verzerrt. Man spricht da von einer Verzerrung oder Gleitung. Sie sehen da oben den Begriff der Schubgleitung. Und da steht ein griechischer Buchstabe dahinter, Gamma. Und Gamma ist jetzt quasi, das können wir auch einzeichnen, diese Winkeländerung. Das ist, oder ich schreibe es nochmal extra hin, Gamma. Gamma ist also ein Winkel. Je größer dieser Winkel ist, desto stärker ist die Beanspruchung. Das ist, glaube ich, klar. Also der, ich kann es auch so sagen, der ehemalige 90-Grad-Winkel ist im verformten Zustand dann 90 Grad minus Gamma, wenn wir Gamma jetzt in Grad umrechnen würden. Üblicherweise verwenden wir Winkel in der Statik im Bogenmaß. Also auch diese Gleichung hier, die funktioniert jetzt nur so, wenn Sie Gamma im, also in Rad, ja, das kennen Sie sicher, im Bogenmaß einsetzen würden. Mit Grad funktioniert diese Gleichung nicht. Und diese Gleichung ist quasi das Hooke'sche Gesetz für den Schub. Wir kennen das Hooke'sche Gesetz aus den Normalspannungen. Sigma ist gleich E mal Epsilon. Ich schreibe das mal drüber, aber Sie schreiben es am besten nicht mit auf die Seite, weil es bringt eigentlich hier nichts, gehört hier nicht dazu, nur zur Erinnerung. Sigma ist gleich E mal Epsilon. Und ganz analog können wir das jetzt ummünzen auf die Schubspannungen. Also statt Sigma-Spannungen stehen hier Schubspannungen. Statt dem E-Modul steht eine neue Größe, der Schubmodul. G ist der Schubmodul. So etwas Ähnliches wie der E-Modul, nur eben für Verzerrungen. Und statt der Dehnung steht dann die Gleitung. Also die Gleichung oben kommt wieder weg. Nur damit Sie die Analogie nochmal sich erinnern zu dem Hooke'schen Gesetz für die Normalspannungen, haben wir jetzt ein Hooke'sches Gesetz für Schubspannungen. Und weil die Torsion im Balken Schubspannungen hervorruft, können wir das jetzt auf die Torsion anwenden. Bevor wir jetzt weiter blättern, möchte ich Ihnen diese rautenförmige Verzerrung mal an einem kleinen Schaumstoffbalken zeigen. So, hier, ich habe also auch einen runden Schaumstoffbalken, einen Torsionsschaumstoffbalken und ich habe da Längslinien und Umfangslinien eingezeichnet und die bilden lauter Rechtecke auf der Oberfläche, das können Sie sehen. Und wenn ich jetzt Torsion aufbringe, dann können Sie beobachten, dass die Umfangslinien eigentlich sich nicht verändern. Die wandern also auf dem Umfang ein bisschen weiter, aber die bleiben jetzt im Bild praktisch gleich. Was sich verändert, sind die Längslinien, die werden schräg und dadurch bilden sich die Rauten aus. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Also da kann man sich es vielleicht ganz gut vorstellen. Keine Spannung, Verzerrung durch die Spannung. Ja, also ich glaube, das ist dann ganz einleuchtend.
Gut. Dann schauen wir mal an, wie wir zu einer Formel kommen. Man definiert jetzt analog zum Flächenträgheitsmoment ein Torsionsträgheitsmoment, nennt sich dann IT. Und vielleicht kurz mal zurückblättern, wenn Sie es nicht mehr wissen, dass das IY war auch so ein Integral, nur stand hier im Integral dann die Koordinate z zum Quadrat. Und jetzt beim Torsionsträgheitsmoment ist es r zum Quadrat. Und was ist r? R ist der Abstand eines Flächenelements vom Mittelpunkt. Also da dreht sich, sind wir jetzt sozusagen in einem Kreis, im Kreisbereich, Mittelpunkt und dann der Abstand zum Mittelpunkt. Dieses Integral kann man eben für den Kreisquerschnitt relativ einfach lösen, für andere Querschnitte nur sehr in seltenen Fällen. Für den Kreisquerschnitt gibt es dann einfach Pi mal r hoch 4 halbe. Das sparen wir uns, das ist reine Mathematik. Sie könnten es mal probieren. Und die Schubspannung im Querschnitt erhält man dann, und hier steht auch ohne Angabe der Herleitung. Ich hatte früher hier mal eine Herleitung drin, aber eigentlich ist es jetzt fürs Verständnis nicht so entscheidend. Das können wir jetzt einfach so annehmen, dass die Torsionsschubspannung gleich MT, das ist das Torsionsmoment, das muss natürlich bekannt sein, durch IT mal R ist. Auch diese Gleichung ist völlig analog aufgebaut zu dem, was wir von den Normalspannungen kennen. Bitte wieder nicht mitschreiben, nur zur Erinnerung. Sigma war MY durch IY mal Z. Ja, das ist das, was wir von der Biegung her kennen. Und das ist vollkommen analog aufgebaut. Und Z wird eben durch R ersetzt. R ist wieder der Abstand vom Mittelpunkt. Das heißt, die Spannungen werden umso größer, je weiter wir vom Mittelpunkt weg sind. Und das heißt, zeichnerisch schaut es so aus. Das sind hier diese rote, ist hier diese rote Spannungsverteilung, die wir jetzt hier haben. Die ergibt sich dann letztendlich aus der Formel. Also für R gleich 0 ist die Spannung im Zentrum des Kreises eben 0 und wächst linear mit dem Radius an. Außen haben wir die maximalen Spannungen. Ich glaube, das ist jetzt soweit einsichtig. Was wollen wir normalerweise ausrechnen? Wir wollen eben nur diese maximale Spannung ausrechnen. Also uns interessiert weniger die Spannung irgendwo hier im Inneren, weil die ist ja kleiner. Also hat man gesagt, gut, wenn wir hier statt klein r soll jetzt der Abstand von einem beliebigen Punkt sein. Vielleicht machen wir das nochmal oben in die Zeichnung rein. Also das wäre sozusagen die r-Achse im Sinne Abstand vom Mittelpunkt. Und der Außenradius soll groß r sein, jetzt nur zu den Bezeichnungen. Wenn ich also für den Buchstaben klein r dann das Groß r einsetze, dann meine ich eben den Punkt auf dem Umfang des Kreises und dann kann ich die maximale Spannung ausrechnen und aus IT durch R habe ich schon wieder mein Widerstandsmoment, damit ich am Schluss auf eine Formel mit M durch W komme. So, also das ist mal der allereinfachste Fall, der Kreisquerschnitt. Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, als Abfallprodukt kriegen wir jetzt quasi auch gleich die Lösung für den Hohlquerschnitt mitgeliefert. Das funktioniert einfach dadurch, dass ich von einem großen Kreis einen kleinen abziehe. Auch das haben wir ja hinlänglich geübt bei den Flächenträgheitsmomenten IY und IZ. Wir haben irgendeine große Fläche, können eine kleine Fläche abziehen und dann haben wir die Differenz quasi. Ich werde Ihnen gleich noch sagen, wichtig ist, dass man dieses Plus- und Minusrechnen mit den Flächen eben nur auf Basis des Trägheitsmomentes machen darf und nie auf Basis des Widerstandsmoments. Aber schauen wir uns das erstmal an. Also hier links unser Kreisquerschnitt mit den beiden Formeln, die sich jetzt ergeben. Soweit waren wir. Und jetzt wollen wir auf den Kreisringquerschnitt. Hier steht bewusst nicht Rohrquerschnitt. Ein Kreisring ist im Prinzip dasselbe wie ein Rohr, nur dass das auch dicke Wandung haben kann. Also das ist jetzt hier nicht dünnwandig. Beim Rohr denkt man meistens eher an etwas Dünnwandiges. Dünn heißt, die Wanddicke ist im Verhältnis zum Radius klein. Hier in dem Bild sicher nicht. Wenn wir einen Kreisringquerschnitt ausrechnen wollen, dann haben wir natürlich zwei maßgebende Radien, einen Außenradius, den nenne ich RA, und einen Innenradius, den nenne ich RI. Und dann kann ich auf Basis des Trägheitsmomentes praktisch einfach sagen, ein großer Kreis minus ein kleiner Kreis ist ein Rohrquerschnitt. Und das ergibt sich jetzt hier, ich glaube, da brauche ich mal gar nicht groß drüber reden, ergibt sich dann diese Formel. Wenn ich die Formel einmal mit RA minus die gleiche Formel mit RI nehme und dann zusammenfasse, kommt das hier raus.
Gut, dann habe ich also das Trägheitsmoment für den Querschnitt und kann daraus das Widerstandsmoment ausrechnen, indem ich Wt gleich It durch Max R, ja, und Max R ist hier der Außenradius natürlich, also der Punkt, der am weitesten vom Mittelpunkt entfernt ist, rechne, der hat nicht die größte Spannung, dann komme ich auf diese Formel für das Widerstandsmoment. Und schon haben wir die Lösung für den Kreis-Ringquerschnitt und als Sonderfall davon auch für das Rohr. Und jetzt ist mir eben wichtig, an diesem Beispiel Ihnen mal zu zeigen, und das können Sie auch für die früheren Kapitel brauchen, dass Sie immer diesen Weg gehen müssen, wenn Sie auf ein Widerstandsmoment kommen wollen. Was nicht funktioniert, ist das hier. Ich kann jetzt nicht mit Widerstandsmomenten arbeiten und sagen, ich nehme das Widerstandsmoment von einem großen Kreis und ziehe davon den kleinen Kreis ab. Das funktioniert nicht. Ja, es kommt offensichtlich, würde eine andere Formel rauskommen. Also man sieht hier, dass es nicht funktioniert, weil es nicht das Gleiche ist. Es funktioniert auch von der Logik her nicht, weil im Widerstandsmoment steckt ja schon der Außenradius drin. Und zwar einmal der Außenradius für den großen Kreis würde da drin stecken und dann der Außenradius von dem kleinen Kreis und dann verrechne ich Äpfel mit Birnen. Also das geht nicht, es geht übrigens auch bei Biegung nicht. Sie müssen immer die Trägheitsmomente erst ausrechnen und daraus die Widerstandsmomente. Ansonsten eigentlich nicht weiter schwierig, diese Formeln müssen Sie nicht auswendig wissen, kann man nachschauen. Ich möchte mal ein Beispiel dazu rechnen und zwar stellen wir uns mal vor, wir haben einen Rundstab. Natürlich geht es hier wieder um Torsion. Wir werden das jetzt gleich mit der Biegung auch vermischen. Und diesen Rundstab machen wir irgendwo fest, vielleicht an der Hauswand. Wir wollen den hier einspannen. Machen wir da eine massive Stahlplatte dran und dübeln den fest, als Beispiel. Und dann soll der 2 Meter auskragen von der Wand weg. Und dann nochmal 1 Meter ums Eck gehen. So, das sind die Abmessungen. Hier oben steht der Schubmodul von Stahl, wobei der Schubmodul jetzt für das Beispiel nicht relevant sein wird, weil wir gar keine Verformung rechnen. Also Sie brauchen den Schubmodul genauso wie den E-Modul, nur wenn Sie eine Verformung rechnen wollen. Ich habe den nur hier mal angegeben. Können wir streichen, können auch einklammern. Was wir brauchen, ist eine zulässige Schubspannung für unser Material. Das ist im Prinzip die Streckgrenze durch Wurzel 3 gerechnet. Da gibt es eine Hypothese dafür, was Stahl zum Beispiel an Schubspannung aushält. Und auf Basis dieser Schubspannung wollen wir einen erforderlichen Durchmesser wissen. Also wir wissen jetzt nicht, welchen Durchmesser dieser Stab hat, sondern wir wollen ausrechnen für eine bestimmte Last, welcher Durchmesser mindestens notwendig ist. Und diese Last wäre jetzt, dass hier eine Person draufsteht. Keine Ahnung warum, ja, ist ein Gestell irgendwo und da stellt sich eine Person drauf, 1 kN an die Spitze und von den Grundrissabmessungen ist es so ungefähr wie so ein größerer Küchentisch, können Sie sich vorstellen. Also dann haben Sie ein bisschen eine Dimension. Jetzt können Sie mal selber überlegen, Sie machen so einen Rundstab fest an der Wand und dann kragt es so weit aus wie ein Küchentisch und geht nochmal so weit ums Eck wie der Küchentisch und dann stellen Sie sich da drauf. Wie dick, jetzt vom Gefühl her, müsste so ein Stahlstab denn sein, damit er das aushält? Ein massiver Rundstab, kein Hohlprofil. Wir kommen dann auch noch zum Hohlprofil. Also, das wäre so die Idee, dass Sie das mal kurz vielleicht überlegen. Wir könnten jetzt rückwärts rechnen, aber ich werde Ihnen den Durchmesser jetzt schon mal so eine Schätzung angeben und dann gucken wir, ob der funktioniert. Ja, im Zweifelsfall muss man halt dann am Schluss vielleicht noch größer oder kleiner wählen. Ich würde jetzt mal schätzen, also ich schreibe mal hier geschätzt, ja, geschätzt, 50 mm. Also 50 mm können Sie mal mit dem Geodreieck sich überlegen. Ist natürlich schon ein ganz schön dicker Stahlstab, jetzt aber auch nicht so gewaltig. Gut. Was müssen wir machen, um das nachzuprüfen? Wir müssen erstmal Schnittgrößen ermitteln, also wie groß sind die Torsions- und Biegemomente. Und dafür würde ich sagen, fangen wir mal mit den Auflagerreaktionen an. Also wir fangen jetzt mal, rechnen das Ding wirklich durch, rechnen nicht nur die Spannungen aus, sondern auch die Sachen, die vorher notwendig sind. Vom Begriff her könnten wir das als Trägerrost bezeichnen. Vielleicht erinnern Sie sich an diesen Begriff. Was war ein Trägerrost? Ein Trägerrost war ein ebenes Tragwerk,
und das Tragwerk ist eben, das spielt sich allein in der XY-Ebene ab, was aber senkrecht zu seiner Ebene, also in der Z-Richtung hier, belastet wird. Und der Trägerrost ist quasi ein Sonderfall des räumlichen Systems und er ist ein bisschen einfacher als ein allgemeinräumliches System. Also zum Beispiel reduziert sich die Anzahl der Auflagerreaktionen in einer Einspannung dadurch von 6 auf 3. Also allgemein hat eine Einspannung im räumlichen 6 Auflagerreaktionen, 3 Kräfte, 3 Momente. Aber weil wir einen Trägerrost haben, fallen von den 6 möglichen Auflagerreaktionen schon mal 3 unter den Tisch. Das heißt, ich wähle mir jetzt meine positiven Richtungen und es gibt hier in dem Auflager mit Sicherheit eine vertikale Auflagerkraft. Das ist auch kein großes Geheimnis, wie groß die sein wird. Ich glaube, das ist allen klar, das ist 1 kN, also die 1 kN werden dann nach hinten transportiert. Es gibt ein Biegemoment um die Y-Achse, nenne ich MAY, und ein Biegemoment um die X-Achse. Das sind die 3 Auflagerreaktionen, übrigens auch dann letztendlich die Schnittgrößen, die in den Balken entstehen werden. Im Räumlichen gäbe es, wie gesagt, noch ein Moment um die Z-Richtung und Kräfte in X- und Y-Richtung. Die könnte ich hinzeichnen, aber die wären in dem Fall einfach 0. Gut, was brauchen wir noch? Ich glaube, wir brauchen erstmal nichts, wir können jetzt rechnen. Die Auflagerreaktion. Ich mache also als erstes, als einfachstes Summe der Kräfte in der Z-Richtung muss gleich 0 sein. Und da habe ich eben AZ. Also wenn wir es ganz ausführlich machen, geben Sie sich hier eine positive Richtung und machen dann schön mit den Vorzeichen 1 kN minus AZ gleich 0. Also ist AZ gleich plus 1 kN. Also mir ging es jetzt gerade ums Vorzeichen. Das kann man auch im Kopf machen, aber manchmal vertut man sich im Kopf mal mit dem Vorzeichen. Also wenn Sie sich da noch nicht sicher sind, ist es dann plus oder minus 1, dann auf diese Methode ausführlich rechnen. Aber in der Prüfung spricht überhaupt nichts dagegen, da einfach hinzuschreiben AZ gleich 1. Dann selbe Spielchen mit den Momenten um die AY-Achse. Wir haben ja vereinbart, bei räumlichen Systemen bilden wir Summe der Momente um Achsen, nicht um Drehpunkte, sondern genau genommen ist ein Drehpunkt immer eine Drehachse. Und wir nehmen, die Achsen gehen jetzt durch das Auflager und schauen eben entweder in Y- oder in X-Richtung. Jetzt schaut es in Y-Richtung. Ich kann die mal einzeichnen, aber ich würde wieder vorschlagen, Sie machen das nicht, sonst wird Ihre Zeichnung da irgendwie zu unübersichtlich. Also die Achse, die ich jetzt gerade anschaue, wäre diese Achse. Ja? Also durchs Auflager A um die Y-Richtung. In diese Richtung müssten Sie Ihren Daumen halten, wenn Sie jetzt da sich die Drehrichtungen überlegen wollen. Gut, also jetzt da hier Summe der Momente um die AY-Achse. Die positive Richtung habe ich schon festgelegt. Da habe ich natürlich erstmal mein unbekanntes Moment, MAY. Und dagegen dreht natürlich die Auflagerkraft, also dagegen heißt in der anderen Richtung, also minus 1 kN. Habe mich gerade versprochen, Auflagerkraft war nicht richtig, natürlich die Last. Und zwar mit dem Hebelarm 2 Meter. Nochmal zur Erinnerung, der Hebelarm ist definiert als Abstand der Wirkungslinie der Kraft zur Drehachse. Jetzt mache ich nochmal so Hilfslinien, die Sie nicht mitzeichnen. Also unsere Drehachse ist so, das ist die eine grüne Linie, ich bleibe mal bei grün, und die Wirkungslinie, die könnten wir jetzt auch rot machen, der Kraft 1 ist so. Es sind also 2 windschiefe Geraden im Raum und die haben einen Abstand und dieser Abstand ist nicht irgendwie schräg und Pythagoras oder so, sondern der ist einfach 2 Meter. Überlegen Sie sich das mal in Ruhe, vielleicht mit 2 Stiften, die Sie so in die Hand nehmen, wenn Sie da erstmal noch nicht ganz verstehen, warum das 2 Meter sind. Ich mache die Linien wieder weg. Also, das sind hier die 2 Meter, ist gleich 0, also ist MAY gleich plus 2 kN. Und als letzte Gleichgewichtsbedingung, Summe der Momente um die AX-Richtung. Und vielleicht machen Sie kurz Pause und probieren es mal selber. Ansonsten gebe ich Ihnen gleich schon die Lösung dafür an. Aber damit Sie da ein bisschen reinkommen in die Thematik, ich würde sagen, Vorzeichen wählen wir so wie das MAX, also in dieser Richtung, in der X-Achse, in der X-Richtung. Und jetzt einfach mal selber versuchen. Gut, also ich habe hier MAX plus 1 kN mal 1 Meter wäre jetzt hier der Hebelarm zwischen diesen beiden Achsen, die drehen dann gleich. Dann ist also MAX gleich minus 1 kN.
Also, das waren jetzt die Auflagereaktionen für dieses Beispiel. Dann gehe ich mal gleich weiter. Jetzt müssen wir Schnitte führen. Also, wie komme ich zu einer Momentenlinie? Erst die Auflagerkräfte bestimmen, dann Schnitte führen und dann den Verlauf nach den Regeln konstruieren. Übrigens hier der Fall, vielleicht das sage ich noch mal kurz, wenn jetzt jemand gerade drüber nachdenkt. Tatsächlich ist der Kragarm immer die Ausnahme, dass man auch ohne Auflagerreaktionen zum Ergebnis kommt. Man könnte jetzt die gesamte Momentenlinie auch dadurch ermitteln, dass man ausgehend von der Spitze Schnitte führt. Dadurch spart man sich das Auflager, spart sich auch die Auflagerreaktionen. Wollte ich jetzt in dem Fall nicht machen, weil ich mit Ihnen hier an dem Beispiel nochmal sozusagen üben wollte, wie man Auflagerreaktionen im Räumlichen berechnet. Aber es gäbe jetzt auch einen schnelleren Weg ohne die Auflagermomente. Gut, wir bilden Schnitte. Wir schneiden erstmal, das werden Sie jetzt gleich sehen, ich bin diesen Weg jetzt auch gegangen, diesen ohne Auflagereaktion, ich schneide erstmal hier weg, dieses 1 Meter lange Stück. Und jetzt muss ich diesem Stab ein lokales Koordinatensystem geben, damit ich überhaupt weiß, ist es ein positives oder negatives Schnittufer. Und die X-Achse läuft ja immer entlang des Stabes. Ich entscheide mich jetzt hier für dieses lokale Koordinatensystem. Bitte prüfen Sie mal mit Ihrer rechten Hand, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, dass das auch ein rechtsendiges Koordinatensystem wirklich ist. Ja, wir dürfen kein linkshändiges verwenden. Es hätte auch noch die Alternative gegeben, x in die andere Richtung zeigen zu lassen, da kommen halt teilweise andere Vorzeichen raus. Wenn ich das gemacht habe, dann weiß ich, dass das ein positives Schnittufer ist, weil die x-Achse hinaus zeigt. Und dann gibt es Regeln, wie am positiven Schnittufer die Schnittkräfte anzutragen sind. Nämlich die Kräfte, die Querkräfte in Richtung der Koordinatenachsen, lokal, also ist das Vz, und die Momente ebenfalls in Richtung der Koordinatenachsen, das ist mt. Und das ist das positive MY im Balken. Das sind jetzt Schnittgrößen. Und jetzt kann ich wieder über Gleichgewichtsbedingungen an diesem Stababschnitt, sagen wir mal, das wäre der Abschnitt Stab 1, kann ich jetzt diese Schnittgrößen an dem Eckpunkt ausrechnen. Und das möchte ich jetzt mal ein bisschen abkürzen. Also die Summe V gleich 0 ergibt Vz gleich, überlegen Sie mal selber im Kopf, ist das jetzt plus oder minus 1? Es muss minus 1 sein, weil die beiden Pfeile im Bild gleichgerichtet sind. Und Gleichgewicht bekomme ich dann, indem ich den blauen Pfeil umdrehe mit einem Minus. MY, selbes Spiel. Ich habe einerseits MY, da zeigt der Daumen quasi in der Y-Richtung. Wenn Sie mal Ihre rechte Hand nehmen, mit der zweiten rechten Handregel, Daumen in der Y-Richtung. Und in die gleiche Richtung dreht dann die Kraft 1 mit dem Hebel an 1 Meter. Also lautet die Gleichgewichtsbedingung MY plus 1 mal 1 ist 0, dann ist MY gleich minus 1 kN mal 1 Meter, ist minus 1 kN. Und MT ist hier 0. Statt MT kann man übrigens auch MX sagen, aber ich bevorzuge T, da haben wir schön als Torsionsmoment gekennzeichnet. MT ist 0, warum? Weil um die wieder eine Achse, die Sie nicht mitzeichnen, nur als Hilfe, um diese Achse hier sonst keine Drehwirkung vorhanden ist. Ja, da gibt es keine Hebelarme oder sowas, also haben wir da keins. Gut, das war der erste Schnitt. Und jetzt ist im Räumlichen genauso wie in der Ebene, wenn unser Stab einen Knick macht, dann müssen wir doppelt schneiden, einmal vor dem Knick, einmal nach dem Knick. Das heißt, ich mache jetzt an demselben Punkt im Prinzip gleich nochmal einen Schnitt, gehe kurz ums Eck, und schau mir auch die Hälfte an, wo die Last drauf ist, also 1 kN hier. Jetzt brauche ich wieder ein lokales Koordinatensystem und da verwende ich das globale. Wenn Sie mal kurz eine Seite zurückblättern, dann war das globale Koordinatensystem ja so, dass, ich gehe mal kurz zurück, damit Sie wissen, was ich meine. Also hier ist schon ein Koordinatensystem angegeben. Das wäre jetzt eigentlich das Übergeordnete, aber das kann ich natürlich auch als Lokales für den 2 Meter langen Stab nehmen. Und dann, das lege ich einfach fest, dann ist das ein negatives Schnittufer. Und am negativen Schnittufer zeigen alle Schnittgrößen in ihrer positiven Richtung entgegengesetzt zu den Koordinaten. Also zeigt hier das positive Vz nach oben, das positive MY, wie soll man sagen, nach hinten und das beim Torsionsmoment ist es ja so, das zeigt immer aus dem Schnitt heraus, MT. So. Und jetzt wieder dasselbe Spielchen.
Summe, wir haben drei unbekannte Summe, wir machen Summe der Kräfte in Z-Richtung. Da sehen wir dann, Vz ist jetzt plus 1, weil roter Pfeil, blauer Pfeil zeigen entgegengesetzt. My ist hier 0. Ich weiß nicht, ob Sie das gleich sehen. Ich mache mal wieder meine grüne Hilfslinie. Das ist meine Drehachse, die ich mir anschaue. Und wenn ich Summe um diese grüne Achse mache, dann habe ich nur My, was hier eine Rolle spielt. Dieser kleine Abstand hier, der ist, geht gegen 0. Also wir, der ist jetzt zeichnerisch zwar da, aber wir schneiden unmittelbar am Eck. Also gibt es da keinen Hebelarm der Querkraft oder so. Also das ist ohne Moment. Und für das Torsionsmoment mache ich eine Summe der Momente um diese Achse. Und da sehen Sie, hat die Last 1 einen Hebelarm von 1 Meter. Und dann muss man sich das wieder mit der Richtung überlegen. Kommt da Plus oder Minus raus? Können Sie mal in Ruhe nachvollziehen. Ist dann hier plus 1 Kilonewton Meter. So, damit habe ich meine Schnittgrößen an dem Eckpunkt ermittelt. Und zwar zweimal, vor und hinter dem Eck, wenn man das so bezeichnen will. Also einmal im Stab 1, einmal im Stab 2. Und damit kann ich meine Verläufe tatsächlich schon zeichnen, weil es gibt bestimmte Regeln. Wir haben im letzten Video Regeln für das Torsionsmoment auch kennengelernt und die Regeln fürs Biegemoment, die wissen wir sowieso. Und wenn wir die anwenden, dann kommen wir direkt auf Basis dieser 6 Zahlenwerte, die ich jetzt hier habe, zu den 3 Schnittgrößenverläufen, um die es hier geht. Also es gibt eine Linie für Vz in Kilonewton natürlich, eine Linie für My oder man kann auch Biegemoment sagen, MB, aber ich lasse jetzt mal My stehen, in Kilonewton Meter und Torsionsmoment ebenfalls in Kilonewton Meter. So, fangen wir mit der Querkraft an. Unsere Regel aus dem ersten Semester lautet, wenn keine Streckenlasten auf den Balken sind, dann muss die Querkraft konstant sein, je Balkenabschnitt. Und wir haben zwei Werte ermittelt für diese Querkraft, nämlich minus 1 im Stab 1 muss konstant sein und plus 1 im Stab 2 muss auch konstant sein. Eigentlich ist es dieselbe Kraft 1. Dass es hier einen Vorzeichenwechsel in der Querkraft gibt, ist hausgemacht. Und zwar hausgemacht deshalb, weil unsere beiden lokalen Koordinatensysteme quasi beide zum Eck hin zeigen. Also beide x-Achsen, x1, x2 zeigen zum Eckpunkt hin. Wenn wir das hier ein lokales Koordinatensystem gedreht hätten, wäre beides mal entweder Plus oder Minus rausgekommen. Das heißt, das Vorzeichen einer Querkraft beeinflussen Sie indirekt über Ihre eigene Festlegung des Koordinatensystems. Das ist aber völlig okay. Ja, so, das muss halt dann konsequent angezeichnet werden. Beim Biegemoment ist es so, dass wir jetzt auch einige Regeln haben aus dem ersten Semester. Und die heißen, wenn die Querkraft konstant ist, dann ist das Moment linear. Außerdem wissen wir, dass an der Spitze des Kragarms das Moment sicherlich 0 sein wird. Und damit können wir auch schon relativ viel machen. Also wenn das hier von 0 losgeht und dann auf minus, was hat man ausgerechnet, minus 1 steigt im Stab 1, dann muss das hier so ausschauen. Minus 1. Und beim anderen Stab hatten wir hier jetzt 0 ausgerechnet am Eckpunkt. Hier ändert sich also der Wert, an diesem Eckpunkt ändert sich der Wert des Biegemoments. Ich erkläre Ihnen gleich nochmal, warum. Und da hinten, also am Auflager, könnte ich jetzt nochmal einen Schnitt führen, spare ich mir jetzt, weil ich quasi hier ja schon ein MAY ausgerechnet habe mit plus 2. Jetzt wird es aber wieder gefährlich. Es wäre jetzt falsch, einfach zu sagen, ja, dann wird das wohl einfach plus 2 sein. Falsch deshalb, wegen einem Vorzeichen, weil wir hier ja bei der positiven Festlegung des grünen Pfeils überhaupt keine Rücksicht auf Koordinatensysteme genommen haben. Das haben wir ja einfach so festgelegt. Jetzt ist also die Frage 2 Kilonewton Meter, plus oder minus. Und jetzt würde ich einfach von der Anschauung her gehen und sagen, wo entstehen denn die Zugspannungen in den Balken? Die entstehen doch bestimmt auf der Oberseite, wenn ich mich da drauf stelle. Also muss das als Biegemoment das Vorzeichen minus bekommen und dann hier auf 0 fallen.
Und am Schluss des Torsionsmoment, die Regeln für ein Torsionsmoment waren auch so, wenn keine Streckenlast vorhanden ist, dann ist das Torsionsmoment konstant. Konstant kann auch heißen konstant gleich 0, also im Balken 1 ist kein Torsionsmoment und im Balken 2 ist konstant 1, das haben wir ja ausgerechnet am Eckpunkt. So, jetzt wollte ich Ihnen nochmal erklären, was passiert an diesem Eckpunkt. An diesem Eckpunkt vertauschen sich MY und MT. Warum vertauschen die sich? Also aus einem MY minus 1 wird dann letztendlich ein Torsionsmoment 1. Aus dem 0-Biegemoment im Stab 2 wird ein 0-Torsionsmoment im Stab 1. Die vertauschen sich, weil der Winkel genau 90 Grad ist. Und dadurch geht ein Biegemoment in ein Torsionsmoment über und umgekehrt. Also wir haben hier Sprünge an so einem Eckpunkt im Räumlichen. Das muss so sein. Wenn es 90 Grad ist, ist es noch relativ einfach. Können Sie sich, glaube ich, vorstellen, wenn es nicht 90 Grad ist, dann muss man hier mit Vektorzerlegungen arbeiten, so wie Sie es von den Kräften her kennen. Dann muss man das dann mit den Momenten machen. Das sparen wir uns aber hier. Gut, also wir kommen jetzt auf Schnittgrößenverläufe in unserem Beispiel. Und jetzt, das ist ja das eigentliche Sinn des Kapitels, wollen wir daraus Spannungen ausrechnen. Und zwar gibt es Spannungen aus der Querkraft, sind auch Schubspannungen. Spannungen aus dem Biegemoment sind Biegespannungen. Spannungen aus dem Torsionsmoment sind Schubspannungen. Fangen wir mal mit der Querkraft an. Ich habe Ihnen ja gesagt, wir schätzen jetzt mal, ich mache es hier nochmal hin, dass unser Balkenquerschnitt ein Rundstab ist mit 50 mm Durchmesser. Ich sage Ihnen gleich, das wäre nicht sinnvoll, nicht unbedingt sinnvoll, das so zu bauen, weil das ja, teuer ist, aber wir können es so machen, vielleicht, wenn die Spannungen dann zulässig sind. Jetzt müssten wir nachschauen im Teil B, wie rechnet man denn Schubspannungen aus einer Querkraft aus? Ich gebe dieser Schubspannung aus der Querkraft mal den Index V, damit wir die nachher gut unterscheiden können von T für Torsion. Die Schubspannung für die Querkraft ergibt sich aus der Vorsicht-Bruch-Formel V mal S durch I mal B. Dürfte Ihnen zumindest bekannt vorkommen. Jetzt müsste man mit dem Kreisquerschnitt da die Vorsicht-Bruch-Formel machen, das wäre ganz schön kompliziert. Da sparen wir uns hier, das hat natürlich schon mal jemand für uns gemacht und dann kann man praktisch für den Kreisquerschnitt wieder eine Vereinfachung der Vorsicht-Bruch-Formel machen. Das ist keine Näherung, das ist genau die Vorsicht-Bruch-Formel, aber da ist halt schon eingesetzt, dass es sich um einen Kreis handelt. 4 Drittel V durch A. Wir hatten für den Rechteckquerschnitt mal eine ähnliche Formel mit 1,5 V durch A. Für den Kreis ist es eben 4 Drittel. Also das kommt aus der Vorsicht-Bruch-Formel, das kann ich in der Formelsammlung nachschauen. Mehr müssen Sie jetzt darüber momentan nicht wissen. Brauchen Sie sich keine vertieften Gedanken drüber machen. Wir setzen einfach ein, unsere 1000 Newton an Querkraft. Da spielt ja auch das Vorzeichen keine Rolle, ob ich hier Plus oder Minus einsetze, ist dem Balken ziemlich egal. Dann muss ich die Fläche ausrechnen vom Kreis. Das ist der Radius zum Quadrat mal Pi. Der Radius ist 25 und dann kommt 0,7 Newton pro Quadratmillimeter an Schubspannung raus. Wir werden gleich sehen, das ist fast vernachlässigbar wenig gegenüber den Schubspannungen aus der Torsion, die wir als nächstes ausrechnen. Torsion geht natürlich mit M durch W und wir haben kennengelernt, wie man das Widerstandsmoment, Torsionswiderstandsmoment für einen Kreisquerschnitt ermitteln kann. Das hatten wir uns hier, also auf der Seite vorher kurz überlegt. Nur, dass Sie wissen, woher die Formel kommt. Pi mal R hoch 3 halbe will ich jetzt ausrechnen. Also Pi mal R hoch 3 durch 2 ist also Pi mal 25 mm hoch 3 durch 2 gibt 24.544 mm hoch 3 als Widerstandsmoment und die Torsionsschubspannung ist dann MT durch WT und unser maximales Torsionsmoment ist 1 kN. Wenn ich jetzt aber in Newton und Millimeter meine Spannung ausrechnen will, dann mache ich daraus 1,0 mal 10 hoch 6 Newton Millimeter, also Faktor 1000 für Kilonewton und Faktor 1000 für Meter. Umrechnung gibt dann 10 hoch 6 und wir teilen das durch unsere 24.544 Millimeter hoch 3 und sieht man auch die Einheiten ergeben dann natürlich Newton pro Quadratmillimeter und zwar 40,7. Also Torsionsschubspannung hier viel größer als die Querkraftschubspannung. Und am Schluss, okay, und was ich noch sagen wollte, wenn wir es jetzt mit unserer zulässigen Schubspannung vergleichen, die ganz am Anfang gegeben ist, dann
haben wir die locker eingehalten. Das heißt, allein von der Torsion her könnten wir den Balken sogar dünner machen. Wir haben ja, irgendwie steht da 92 Newton pro Quadratmillimeter sind zulässig, wir sind jetzt knapp bei der Hälfte. Also man könnte den von der Torsion her dünner machen. Es gibt ja aber auch eine Biegung. Man muss natürlich nachweisen, dass die Biegespannungen ebenfalls eingehalten sind. Und während für die Torsion völlig egal ist, jetzt gehe ich nochmal kurz zurück, für die Torsion ist in dem Beispiel egal, ob das hier 2 Meter sind oder 5 Meter oder 1 Meter, die Torsion bleibt immer gleich, ist für die Biegung natürlich dieser Hebelarm entscheidend. Und da ist er schon relativ lang, diese 2 Meter. Und deshalb ist dann am Schluss die Biegung kritischer in dem Beispiel als die Torsion und bestimmt dann die Wahl des Querschnitts. Also, wenn wir zum Biegemoment gehen, brauchen wir ein WY. Das würden wir wieder nachschauen, entweder im technischen Taschenbuch oder in der Formelsammlung im Teil B. Und da finden wir dann Pi mal R hoch 3 Viertel oder einen vergleichbaren Term mit dem Durchmesser natürlich, gibt es auch. Ich bleibe mal beim Radius. Pi mal R hoch 3 Viertel gibt 12.272 mm hoch 3 und dann wieder M durch W, aber diesmal gibt M durch W ein Sigma. MY durch WY gibt eine Biegespannung. Wieder 2 mal 10 hoch 6 Einheiten Newton Millimeter fürs Moment, geteilt durch die 12.272 mm hoch 3, gibt am Schluss 162 Newton pro Quadratmillimeter. Und die zulässige Biegespannung ist die Streckgrenze des Materials, also die liegt deutlich über der zulässigen Schubspannung, die wäre mindestens im Bereich von 200, aber tatsächlich ist am Schluss für den Nachweis des Balkenquerschnitts die Biegespannung entscheidend. Ich darf aber diese Spannungen auch nicht einfach immer getrennt betrachten. Und zwar muss ich mir jetzt überlegen, als letzten Schritt, ob diese Spannungen den gleichen Querschnitt beanspruchen. Also wo ist denn das maximale Moment, wo ist die maximale Querkraft, wo ist die maximale Torsion? Ist es an verschiedenen Stellen des Balkens? Dann brauche ich mir keine Gedanken machen über ein Zusammenwirken, aber wenn das so wie bei uns ist, beim Kragarm, ist das ganz typisch. Das maximale Moment tritt an der Einspannstelle auf, das maximale Torsionsmoment tritt auch an der Einspannstelle auf. Das ist natürlich hier überall gleich, aber eben auch hier vorhanden. Und auch die Querkraft ist zwar überall gleich, aber eben auch hier vorhanden. Das heißt, der kritischste Punkt für den Nachweis ist die Einspannstelle. Und jetzt kann ich natürlich nicht das Material dreimal zu 100% ausnutzen und muss mir jetzt überlegen, sind diese Spannungen, die jede für sich kleiner als die zulässige Spannung wäre, ja, also die beiden kleiner als die Schub, und die kleiner als die Biegespannung zulässig, sind die in der Kombination auch zulässig. Und dazu muss ich folgende Überlegungen anstellen. Ich muss mir mal überlegen, wie diese Spannungen überhaupt im Rundquerschnitt wirken. Links sehen Sie die Torsionsschubspannungen. Die drehen sich ja im Kreis. Das heißt, die sind quasi immer am Rand am größten. Wie ein Propeller drehen die sich im Kreis, ja. Die beanspruchen im Prinzip jeden Punkt außenrum maximal, also maximal am Rand. Der Maximalwert ist am Rand. Bei den Querkraftschubspannungen, mittleres Bild, ist der Verlauf über die Höhe ganz anders. Das wäre diese Parabel. Ich zeichne sie ein bisschen schöner. Also die Querkraftschubspannungen sind am Rand 0. Und zwar am Rand oben und unten. Am Rand links und rechts sind sie maximal. Ja, also hier sind sie maximal. Also maximal Querkraftschubspannungen bei Z gleich 0 auf Höhe des Schwerpunkts. Und die Biegespannungen, jetzt sind wir beim rechten Bild, die sind maximal oben und unten. Das wissen Sie. Oben bzw. unten. So, und jetzt ergibt sich doch folgende Kombinationsmöglichkeit. Das erste, was passieren kann, ist, dass wenn ich meine größte Schubspannung wissen will, dann muss ich die Torsions- und die Querkraftschubspannung addieren. Weil es gibt Punkte, wo sich diese beiden Werte treffen, und zwar bei z gleich 0, am linken und rechten Rand. Also wir haben links und rechts Punkte im Querschnitt, da überlagern sich die Schubspannungen aus Querkraft und Torsion, also muss ich die addieren, 0,7 plus 40,7. Na? Und das ist nicht notwendig, dass Sie das alles rot schreiben, ich habe nur vergessen, den Stift zu wechseln, ist 41,4 Newton pro Quadratmillimeter. Also diese Zahl muss ich vergleichen mit meiner zulässigen Schubspannung
und die ist eingehalten, die 92. Ja, das ist also in Ordnung. Und jetzt gibt es aber auch eine Stelle, nämlich, also ich weiß gerade nicht, ob ich mich gerade eben nochmal versprochen habe, also diese Geschichte, vielleicht schreiben wir es tatsächlich dazu, die ist quasi bei z gleich 0 vorhanden. Also nicht oben und unten, sondern links und rechts. Vielleicht habe ich mich gerade versprochen. Und oben und unten, da habe ich eine Überlagerung der maximalen Biegespannung Sigma und der Torsionsspannung, aber nicht der Querkraftspannung. Die Querkraftspannung kann ich jetzt oben und unten gedanklich ausblenden, weil die ist hier 0. Oben und unten habe ich nur eine Torsionsspannung und eine Biegespannung. Und da muss ich jetzt die Vergleichsspannung, ich bleibe jetzt einfach bei Rot vom Stift her, die Vergleichsspannung anwerfen. Etwas, was Sie in der Vorlesung Maschinentechnik gehört haben, da steht es auch im Skript drin. Also wir machen mal kurz eine Querverbindung zwischen den Vorlesungen, was für die Studenten immer schwierig ist, weil man denkt so stark in Schubladen, aber tatsächlich gibt es natürlich Querverbindungen. Und da haben Sie eine Formel drin für die Vergleichsspannung und die sieht so aus. Das ist eine Wurzel aus Sigma Quadrat plus 3 mal Tau Quadrat. Vielleicht können Sie sich daran noch ganz grob erinnern. Mit dieser Formel kann man Punkte nachweisen, wo man gleichzeitig Normal- und Schubspannungen hat. Und das wäre bei uns oben und unten der Fall. Also setzen wir ein, 162 zum Quadrat plus 3 mal 40,7 zum Quadrat. Also ganz bewusst hier nicht 41,4, sondern hier brauchen wir nur die Torsion, gibt dann 177 Newton pro Quadratmillimeter. Und das muss kleiner als Fy sein oder Rm, was Sie da in, ich schreibe mal hin das Wort in Streckgrenze, weil die Maschinenbauer sagen jetzt wieder anders zu den Festigkeiten wie die Bauleute, aber bei der Streckgrenze sind wir uns einig. Also das vergleicht man dann mit der Streckgrenze, eventuell durch einen Sicherheitsbeiwert. Ja, das kommt vielleicht noch dazu. Und dann hat man den Nachweis erbracht. Also ich wollte an dem Beispiel ein bisschen die Querverbindung und auf diese Vergleichsspannung nochmal kurz eingehen. Die Vergleichsspannung ist aber jetzt für unsere Prüfung in der Statik kein Prüfungsstoff. Das ist ja rein Maschinentechnik. Allerdings, das muss ich dazu sagen, braucht man sie im sechsten Semester, wenn wir Stahlnachweise führen wollen, im Fach Tragwerkslehre. Da kommen wir nicht drum rum. Gut, dann, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt die erste von vier Kategorien behandelt. Vielleicht nochmal ganz kurz, damit Sie den Überblick haben. Was meine ich mit vier Kategorien? So sind wir eingestiegen in das Thema. Jetzt bin ich da. Also hier oben. Wir haben jetzt diesen Punkt erledigt. Wir wissen jetzt, wie man für Kreise oder auch Hohlquerschnitte kreisförmige Schubspannungen aus Torsion berechnet. Jetzt kommen wir zur zweiten Kategorie. Wir werden sehen, das geht sehr schnell. Das ist nur eine Seite und dann zu der Kategorie 3 und 4. Also zweite Kategorie sind massive Querschnitte. Und ich hatte Ihnen gesagt, massiv ist alles, was nicht kreisrund ist und irgendwie gefüllt ist. Und da haben Sie jetzt also einfach einen Ausschnitt aus der Formelsammlung, einer Formelsammlung für Ellipse. Da kann man offensichtlich noch eine exakte Lösung herleiten. Und fürs Sechseck, fürs Achteck und fürs Rechteck sind das schon quasi gerundete Dezimalzahlen. Das heißt, hier können wir schon keine einfache Formel mehr angeben, aber man hat das hier praktisch numerisch gelöst. Ich glaube, für Sechseck und Achteck gibt es auch noch eine Formellösung, die aber kompliziert ist. Fürs Rechteck muss man dann das Ganze in Abhängigkeit vom Seitenverhältnis tabellieren. Also die Seiten sind B und D, wobei D immer größer als B ist und das Seitenverhältnis ist deshalb auch nur 1 oder größer 1 bis zu unendlich. Und dann kann man einen Beiwert Alpha bzw. Beta aus dieser Tabelle ablesen und mit Alpha kann man das Trägheitsmoment ausrechnen, indem ich rechne Alpha mal die Breite hoch 3 mal die Dicke. Ja, also kleinere Abmessung hoch 3 mal die größere Abmessung und das Widerstandsmoment komme ich über den Beiwert Beta mal die kleinere Abmessung hoch 2 mal die größere Abmessung. Gut, mehr will ich jetzt zu diesen massiven Querschnitten nicht sagen. Also man guckt einfach hier nach und nimmt sich dann die entsprechende Formel, wenn man einen Rechteckquerschnitt zum Beispiel ausrechnen will. Dritte Kategorie
dünnwandig geschlossene Querschnitte. Und zwar schauen wir uns das mal am Beispiel eines Rohrs an. Ein Rohr ist ja quasi aber auch Sonderfall der ersten Kategorie, das heißt, da wäre es jetzt nicht notwendig, eine neue Lösung zu finden. Allerdings jetzt von der Logik hinter dieser Seite und der nächsten ist es so, dass diese Näherungslösung, die wir jetzt gleich bekommen werden, letztendlich sozusagen auf dem Rohr basiert und dann verallgemeinert wird. Sie sehen da unten, wenn Sie mal schauen, schon einen Nicht-Rohr-Querschnitt, den man dann mit der Näherung bearbeitet, die man sich am Rohr überlegt hat. Also, wir nehmen jetzt mal ganz kurz an, wir wüssten für das Rohr noch nicht, was da rauskommt. Und wir, im Gegensatz zu vorhin, unterstellen wir jetzt aber, dass die Dicke des Rohres, der Wandung, klein ist gegenüber dem Durchmesser bzw. dem Radius. Und dann hat ein Herr Brett, das ist ein Niederländer, soweit ich mich erinnere, nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sage, aber ich bin mir ziemlich sicher, hierfür eine Lösung vorgeschlagen. Und zwar hat er Folgendes gesagt, das Torsionsmoment äußert sich in Schubspannungen, die hier im Kreis laufen. Und wenn die Dicke T klein ist gegenüber dem Radius, dann können wir mal näherungsweise annehmen, dass über die Dicke der Wandung hier sich nicht viel ändert. Jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz zurück zu unserer Kategorie 1, weil ich Ihnen da ein Bild zeigen will. Dann verstehen Sie besser, was ich meine. Wenn wir es uns nämlich genau betrachten würden, dann wäre über die Dicke der Wandung hier, wären die Spannungen nicht ganz exakt gleichförmig, sondern die nehmen noch ein bisschen zum Rand hinzu. Und was der Brett jetzt gesagt hat, ist, wir nehmen mal als Vereinfachung an, wenn die Dicke eben sehr klein ist, dann können wir sagen, die Spannungen über die Dicke sind eben nicht veränderlich, sondern einfach konstant. Das ist die Näherung, die jetzt hier drin steckt, die bei dünnwandigen Querschnitten aber wirklich keinen großen Fehler beinhaltet. Und wenn ich mir jetzt das so überlege, dann kann ich sagen, die Fläche ist quasi der Umfang der Mittellinie mal die Dicke, also die gelb hinterlegte Fläche ist gemeint, ist der Umfang der Mittellinie, also UM bedeutet nicht der Außenumfang, nicht der Innenumfang, sondern der in der Mitte mal die Dicke, ist 2π mal R mittlerer Radius mal T. Und das Torsionsmoment ist dann die Fläche mal die Schubspannungen, das soll übrigens ein Tau sein, da sehe ich gerade, da ist tatsächlich was schief gelaufen beim Umwandeln im PDF. Das ist, sonst sieht es so aus, dem muss ich mal nachgehen. Das ist so nicht gedacht, da unten passt es wieder, ja, da haben wir ein richtiges Tau, aber da ist das Tau verloren gegangen. Also die Fläche mal den Schubspannungen mal dem mittleren Radius ist das Torsionsmoment. Das ist quasi so eine Art Summe der Momente. Ein kleiner roter Pfeil hier hat einen Hebelarm von Rm und alle Pfeile aufaddiert, das bedeutet, ich muss mit der Fläche mal nehmen. Die Fläche von dem Kreis ist 2π mal Rm, das haben wir uns oben überlegt, mal T, mal die Schubspannungen mal dem mittleren Radius. Das heißt, ich kann jetzt hieraus nach Tau auflösen, ich bringe alles andere auf die rechte Seite und dann kann ich die Torsionsschubspannung aus dieser Überlegung ausrechnen. Also Torsionsmoment durch 2π Rm Quadrat. Das Quadrat kommt daher, dass ich hier einmal Rm von der Fläche A habe und einmal Rm quasi als Hebelarm der Schubspannungen in Bezug auf den Drehpunkt in der Mitte. So, und jetzt kommt eine sehr interessante Überlegung, die uns zu der Näherung führt. Jetzt hat der Herr Brett gesagt, da steht ja irgendwas mit 2π Rm und das kann ich wiederum als eine Fläche deuten, 2 mal Pi mal Rm Quadrat, 2π r Quadrat ist doch eine Kreisfläche und zwar die Kreisfläche, die vom mittleren Umfang der Wandung eingeschlossen wird. Also diese Fläche, die nennt man Kernfläche und die steckt irgendwie jetzt zufällig in dieser Formel hier drin. Und das hat der Herr Brett erkannt und hat gesagt, dann kann ich doch diese Formel auch so hinschreiben. Dann schreibe ich die so hin, dass ich sage, ich kann eine Schubspannung ausrechnen, indem ich Torsionsmoment durch 2 mal die Kernfläche. Und nochmal, das ist wichtig, AM ist nicht die Querschnittsfläche. Die Querschnittsfläche wäre das gelb hinterlegte. Ja, jetzt reden wir von der blau schraffierten Fläche, das ist die Kernfläche mal T. Für den Kreis oder für das Rohr brauche ich das nicht. Da kann ich ja so rechnen. Aber wenn Sie jetzt sagen, ich habe einen beliebigen Hohlquerschnitt, dann tue ich mir wahnsinnig schwer, mit der Formel hier oben zu arbeiten, weil ich kenne ja keinen Radius. Es gibt hier keinen definierten Radius. Man kann natürlich irgendwie versuchen, so eine Art mittleren Radius zu finden, aber das ist natürlich irgendwie ganz schwierig. Aber es gibt immer
eine gut definierte Fläche AM. Die kann ich im CAD-Programm problemlos auswerten lassen. Ja, ich fahre die Mittellinie entlang und sage, was ist die Kernfläche? Also ich schraffiere es nochmal, diese Fläche. Natürlich jetzt nicht ganz trivial zu ermitteln, aber zum Beispiel mit einem CAD-Programm problemlos machbar. Und es hat sich herausgestellt, dass das eine ganz hervorragende Methode ist, um diese Schubspannung in den Hohlkörpern auszurechnen, mit einer Näherung verbunden, aber man hat natürlich dann seither, die Formel gibt es schon lange, die zigfach verifiziert und hat festgestellt, man schafft es gar nicht, unbedingt Abweichungen von dieser Formel zu finden. Also die ist schon sehr, sehr gut und deshalb bemüht sich hier auch keiner mehr um bessere Näherungen oder was anderes, sondern man verwendet einfach diese sogenannte Brettsche Formel, so heißt die. Gut, und jetzt kann ich hier noch natürlich, damit ich am Schluss wieder bei M durch W lande, damit ich die Kurve noch kriege, kann ich sagen, ja, durch was muss ich jetzt M teilen, damit die Spannung rauskommt und der Nenner dieses Bruches muss dann gleich sein wie 2 mal die Kernfläche mal min T. Warum steht jetzt hier min T? Steht hier übrigens auch schon. Das soll jetzt noch zusätzlich noch berücksichtigen, dass sich die Dicke vielleicht ändert. Na, du, das ist natürlich irgendwie ein absoluter Sonderfall. Das, im Normalfall wird das eine konstante Blechdicke sein, aber es könnte ja sein, dass das Blech mal dicker und mal dünner ist. Und dann muss ich in die Formel einfach die kleinere Dicke einsetzen, die kleinste Dicke. Und dann haben wir eine brauchbare Näherung. Gut, der letzte Fall, unsere vierte Kategorie, für die wir gerne noch eine Formel hätten, ist der dünnwandige offene Querschnitt. Und der einfachste dünnwandige offene Querschnitt ist ein rechteckiges Blech. Also wir sehen jetzt hier, dieses Rechteck ist ein Blech im Querschnitt. Ich kann das vielleicht mal so verdeutlichen. Also es ist ein Balken, der einfach ein schmales oder ein dünnes Rechteck ist. Die Dicke des Rechtecks ist T. Und wenn jetzt hier ein Torsionsmoment wirkt, dann stellen wir uns das so vor, dass hier praktisch außen an den Rändern, wenn man so will, entlang die Schubspannungen verlaufen. Einmal im Kreis. Die Schubspannungen sind immer irgendwie ein Kreisverkehr und passen sich der Geometrie des Querschnitts an. Und beim schmalen, dünnen Blech könnte das ungefähr so ausschauen. Und wir können uns auch, glaube ich, gut vorstellen, dass der Verlauf, also die Größe der Schubspannungen über den Querschnitt irgendwie so sein wird. Das heißt, dass in der Mitte sich da nichts tut und am Rand die größten Wirkungen vorhanden sind. Hier steht übrigens, H soll viel größer T sein. H ist die Breite oder die Höhe, je nachdem, wie Sie wollen. Also das ist Voraussetzung dafür, dass wir sagen dünnwandig. Dünnwandig dann, wenn die Dicke deutlich kleiner ist als die andere Abmessung. Und im Prinzip haben wir dafür wieder schon eine Lösung in unserem Skript stehen. Wenn wir mal kurz auf die Kategorie 2 zurückgreifen, das war diese Sache hier, dann haben wir ja da schon das Rechteck drin. Ja, hier haben wir ein Rechteck. Und ich habe gesagt, B und D, Seitenverhältnis, D ist größer B. Was ist dann unser dünnwandiger Querschnitt? Unser dünnwandiger Querschnitt heißt, Seitenverhältnis geht tendenziell gegen unendlich. Also die Dicke ist viel, viel kleiner als die andere Abmessung. Hier heißt es halt B und D. Im anderen Fall heißt es H und T. Das spielt aber keine Rolle. Also, was müssen wir machen? Für einen Widerstandsmoment 0,333 mal B Quadrat mal D. Oder umgemünzt auf die andere Schreibweise, 0,333 mal die Dicke zum Quadrat mal die Höhe. Und dann haben wir schon die erste Lösung für unsere vierte Kategorie, weil die ergibt sich aus dem Rechteck. Ja, hier steht es, ein Drittel h mal t hoch 3 und beziehungsweise ein Drittel h mal t Quadrat fürs Widerstandsmoment. Jetzt bräuchte man dafür ja keine eigene Kategorie, das war ja schon im zweiten. Also was wollen wir jetzt in diesem Kapitel machen? Wir wollen gern zusammengesetzte Querschnitte aus mehreren Blechen rechnen können. Sowas wie dieses T hier. Wir stellen uns jetzt vor, dass so ein T-Querschnitt, den können wir bisher noch nicht rechnen, zusammengesetzt ist aus zwei Rechtecken. Und dann ist erstmal die Hypothese oder ein erster Ansatz, ein schnellmäßiger Ansatz, dass ich sage, naja, wir könnten also sagen, dann ist doch das vielleicht einfach die Summe aus den beiden Rechtecken. Ja? Natürlich steckt da schon wieder ein bisschen Vereinfachung drin, aber das wäre ein erster Ansatz. Und die Summe aus den beiden Rechtecken oder vielleicht noch mehr als zwei, drei, vier, fünf Rechtecken,
Dann kann ich einfach sagen, ich summiere, mache hier ein Summenzeichen davor und klammere das ein Drittel aus. Ich mache auch hier ein Summenzeichen davor und klammere das ein Drittel aus. Okay, das wäre jetzt mein Ansatz. Von unserer Vorstellung her wäre das jetzt so, die Realität wäre ein T-Querschnitt. Wenn das ein gewalztes T-Profil ist, ist das hier überall so schön ausgerundet. Es kommt aus dem Herstellprozess. Und die realen Torsionsschubspannungen, jetzt müssen Sie ein bisschen Pfeile zeichnen, die laufen hier einfach wieder am Rand einmal im Kreis. Also das ist der Schubspannungsverlauf, wie wir uns den vorstellen. Das ist die Realität. Und wenn wir sagen, wir vereinfachen das zu zwei Rechtecken und zählen die einfach zusammen, dann ist unsere Näherung so. Wir haben Rechteck 1 und Rechteck 2 und in jedem verlaufen die Schubspannungen im Kreis. Und diese beiden Rechtecke würden sich quasi das Gesamttorsionsmoment irgendwie teilen. Also in meinem konkreten Beispiel, das Sie hier sehen, wäre das ungefähr 50%, 50%, weil diese Rechtecke ungefähr gleich groß sind. Jedes trägt dann die Hälfte vom Torsionsmoment ab und macht sein eigenes Ding quasi. Aber das ist nicht die Realität, das ist unsere Näherung. Warum zeige ich Ihnen das? Weil man an dieser Überlegung eigentlich sehr gut feststellen kann, wo der Haken an der Näherung liegt. Der Haken an der Näherung liegt genau da, wo diese beiden Bleche physikalisch verbunden sind. Da passt der Schubspannungsverlauf jetzt eben nicht in unserer Näherung. Der Rest ist einigermaßen vergleichbar zur Realität. Das heißt, man stellt jetzt bei dieser Näherung schon fest, wenn Sie jetzt Experimente machen und versuchen, diesen ingenieurmäßigen Ansatz zu überprüfen, dass das nicht wirklich hundertprozentig passt. Und man hat jetzt, weil man eben keine wirklich deutlich bessere Theorie gefunden hat, außer man rechnet es heutzutage sehr aufwendig mit finiten Elementen, also mit einer numerischen Simulation. Aber jetzt für die Handrechnung hat man jetzt einfach Verbesserungsfaktoren eingeführt. Also man hat einen ingenieurmäßigen Ansatz, macht begleitend Experimente, stellt systematische Abweichungen fest und versucht daraus, den Ansatz zu verbessern. Und da ist der Ingenieur einfach so und sagt, na, dann führe ich halt einen Beiwert ein. Und ja, sagt irgendjemand, also Beiwert, wir machen jetzt Beiwerte, um das zu verbessern. Der Beiwert heißt jetzt hier mal Eta. Und dann stellt man zum Beispiel fest, beim L-Winkel ist der Beiwert 1. Beiwert 1 heißt, nee, da passt dieser ingenieurmäßige Ansatz sehr gut beim L-Winkel. Ja. Beim T oder beim U stellt man fest, nee, da ist unser Ansatz zu konservativ. Also in Wirklichkeit sind die Werte besser. Wir haben also einen Faktor größer 1. Im Prinzip erhöhen wir um 12% das, was in unserer Näherung rauskommt, weil dieser Verbesserungsbeiwert, dieser Eta-Beiwert, steht einfach als Faktor davor. Bei I-Profilen stellt man dann einen Unterschied fest, ob die geschweißt sind oder gewalzt. Bei der Zeichnung habe ich die einfach kopiert, aber in Wirklichkeit geschweißt würde heißen, dass diese Ausrundungen hier gar nicht so vorhanden sind, sondern es ist relativ scharfkantig, wenn das geschweißt ist. Das Gewalzte hat hier Ausrennungen. Also das Bild hier ist nicht ganz in Ordnung beim Geschweißten. Müsste ich eigentlich mal ändern. Und da hat man eben auch wieder Beiwerte gefunden. Allerdings, und das muss ich jetzt hier gleich mal sagen, ist es eigentlich ganz stark übertrieben, hier drei geltende Ziffern anzugeben, also zwei Nachkommastellen. Das werden Sie dann auch gleich an einem Beispiel sehen. Also das täuscht jetzt eigentlich vor, ich könnte das auf Prozent genau angeben, diesen Korrekturbeiwert. Und das ist überhaupt nicht der Fall, weil es gibt ja ganz verschiedenste geschweißte I-Profile oder gewalzte. Manche haben eher dünne Bleche, manche eher dicke Bleche, manchmal sind sehr breit, manche sind ganz schmal. Und das ist bei Weitem nicht jedes Mal 1,30, sondern diese 1,30 sind einfach wieder ein Durchschnittswert, ein Mittelwert aller gewalzten I-Profile. So muss man sich das vorstellen. Also eigentlich wäre es hier gerechtfertigt zu sagen, vielleicht 1,3, um da keine übertriebene Genauigkeit überhaupt vorzutäuschen, 1,1 hier und von mir ist hier 1,2 oder 1,1 auch. Aber so steht es in der Literatur, also das ist jetzt nicht von mir, das ist aus der Literatur und darum gebe ich das jetzt erstmal hier so wieder. Ich möchte Ihnen das mal an einem einfachen Beispiel kurz demonstrieren, wie groß diese Abweichungen sind. Und zwar nehmen wir uns einen HEB,
oder HE160B, das ist eine genormte Profilreihe für so I-förmige Stahlträger. 160 ist nichts anderes als die Höhe in Millimetern, also 16 cm. Breite ist auch 16 oder 160. Und ich möchte mal, sage jetzt einfach mal, ein Torsionsmoment, 1 kN soll da drauf wirken. Und in unserer Näherung wäre das jetzt quasi die Summe aus drei Rechtecken. Kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Braucht man nicht groß erklären. Und damit können wir es mal angehen. Diese Dicken der Bleche habe ich Ihnen hier auch angegeben. Die sind alle genormt. Also wenn ich jetzt mal von meiner Näherung fürs Torsionsträgheitsmoment rangehe, dann soll ich jetzt ein Drittel nehmen als Vorfaktor. Und dann soll ich für diese drei Bleche immer rechnen H mal T hoch 3. Also fangen wir mal mit dem mittleren oder fangen wir mit den Flanschen an. Flansche, das ist oben und unten. Ich habe zwei Flansche, deshalb sage ich hier zweimal. Ein Flansche ist 16 cm breit und 1,3 cm dick. Und die Dicke nehme ich hoch 3. Und dann habe ich einen Steg. Und der Steg ist, ja, wie hoch ist der eigentlich? Das muss ich mir jetzt erstmal ausrechnen. Hier diese Höhe ist jetzt 16. Die Gesamthöhe minus 2 mal 1,3 ist 13,4 cm. Das kann man sich ja leicht ausrechnen. Also plus 13,4 cm und der ist nur 0,8 cm dick mal 0,8 cm hoch 3. Und das wäre jetzt diese Näherung, einfach Summe drei Rechtecke ohne Korrekturbeiwert. Dann kommt 25,7 cm hoch 4 raus. Jetzt mache ich den Korrekturbeiwert davor. Ich gehe also hoch in meine Tabelle. Das ist jetzt ein gewalztes Profil, diese HEB-Profile. Also ist mein Korrekturbeiwert 1,30. Und den Rest habe ich ja schon ausgerechnet. Also 1,30 mal 25,7 cm hoch 4 gibt 33,4 cm hoch 4. Das wäre jetzt meine Näherung mit dem Korrekturbeiwert Eta. Und jetzt ist es aber so, dass man für diese absoluten Standardquerschnitte, die in ganz Europa erhältlich sind, die kilometerweise jeden Monat verkauft werden, da hat man auch die genaueren Werte tabelliert. Also jetzt nicht auf Basis eines pauschalen Korrekturbeiwerts, der so für alle gewalzten I gelten soll, sondern man hat das genauer ermittelt, genau für diese Profilreihe und kommt dann, das kann man in Tabellen nachlesen, auf einen realen Wert von 31,2. Der Aufwand lohnt sich einfach, weil das Standardprofile sind, ja, weil das keine Sonderprofile sind, da gibt es die genauen Werte. Und jetzt sehen Sie sehr schön, wie das in Relation zu unseren beiden ersten Näherungswerten ist. Die Realität liegt also eher dazwischen. Sie liegt zwar schon näher an dem korrigierten Wert, aber eigentlich ist es so, dass wir hier bei diesem konkreten Anwendungsbeispiel mit 1,3 unseren Wert zu hoch rauskriegen, also überschätzen. Jetzt kann man natürlich mit dem genauen Wert rechnen. Und wozu brauchen Sie dann die Näherung? Die Näherung brauchen Sie natürlich nur, wenn Sie keine Standardprofile verwenden. Da schauen Sie die echten Werte nach in Tabellenbüchern, sondern wenn Sie Sonderprofile entweder selbst herstellen lassen oder eben kaufen. Gut, also wir rechnen weiter mit dem genauen Wert. Wenn wir jetzt das Widerstandsmoment ausrechnen wollen, teilen wir das Trägheitsmoment durch die maximale Dicke. Das ist jetzt wichtig. Vorhin bei der Brettschenformel mussten wir bei verschiedenen Dicken die minimale Dicke einsetzen. Und das waren aber geschlossene Profile. Und hier bei den offenen Profilen müssen wir, wenn wir verschiedene Blechdicke haben, tatsächlich die maximale Dicke einsetzen, um aufs Widerstandsmoment zu kommen. Und jetzt rechnen wir mal das Torsionsmoment. Ich hatte oben angegeben, 1 kN, das entspricht 100 kN-Zentimetern. Widerstandsmoment sollte ich noch ausrechnen, sind 24 cm hoch 3. Also ich teile jetzt das Torsionsmoment durch das Widerstandsmoment, 24,0 cm hoch 3 und komme dann auf die Torsionsschubspannung. Ja, will wieder schreiben, so, Zentimeter hoch 3, sind dann 4,17 kN pro Quadratzentimeter oder 41,7 Newton pro Quadratmillimeter. So, und jetzt möchte ich, also das war jetzt ein Anwendungsbeispiel für diese Näherung, für dieses Vorgehen bei offenen, dünnwandigen Profilen. Und jetzt möchte ich Ihnen noch als letzten Punkt für das heutige Video, das wird ein bisschen länger als eine Stunde, aber ich möchte es gerne soweit abschließen, dieses Thema,
möchte ich Ihnen als letzten Punkt noch zeigen, dass diese Typen von Profilen, diese dünnwandig offenen, völlig ungeeignet sind für Torsion. Und jetzt kommt hier oben dieser Kreis ins Spiel. Vielleicht haben Sie sich vorhin schon gedacht, was soll denn dieser Kreis? Dieser Kreisquerschnitt hat dasselbe Torsionsträgheitsmoment wie dieser I-Querschnitt, und zwar maßstäblich gezeichnet. Was ich hier gezeichnet habe, ist ein Rohr, ein Rohrquerschnitt, 60,3 mal 5 mm, also Außendurchmesser und Wandstärke. Und der entspricht von seinen Torsionseigenschaften dem HEB 160. Also viel kleiner, viel weniger Materialeinsatz. Und was ich Ihnen hier zeigen will, ist, geschlossene Querschnitte sind hervorragend für Torsion geeignet, offene Querschnitte praktisch nicht oder ganz schlecht geeignet für Torsion. Und das ist auch klar, wenn man sich mal dieses Tragverhalten, oder ich gehe gleich mal auf das nächste Bild, auf die nächste Seite, da ist es dann nochmal drauf, dieser Punkt, wenn man sich dieses völlig unterschiedliche Tragverhalten klar macht. Das ist jetzt hier aus einem Buch, aber das ist wunderbar erklärt. Sie haben links einen offenen Querschnitt. Spielt jetzt keine Rolle, ob das unser HEB-I-Träger ist oder so ein Profil. Und hier haben Sie zum Vergleich einen geschlossenen Querschnitt. Und was Sie sich jetzt hier anschauen sollen, ist, beim geschlossenen Querschnitt laufen die Schubspannungen alle in einer Richtung. Und ich kann das Material optimal ausnutzen. Das geht alles in einer Richtung. Beim offenen Querschnitt würden die Schubspannungen auch gerne in einer Richtung fließen, aber sie können hier nicht weiter. Hier ist sozusagen die Straße gesperrt. Schubspannungen können leider nicht über die Luft übertragen werden. Das heißt, die Schubspannungen, die hier eigentlich weiter wollen, müssen umdrehen. Und dann fahren die sozusagen wieder zurück. Sie sehen schon, ich bin so beim Bild bei der Straße und kommen hier wieder an diese Stelle und drehen wieder um. Und jetzt sehen Sie, die eine Spur dieser Fahrbahn zeigt in die richtige Richtung, weil unser Torsionsmoment soll jetzt hier in dem Beispiel gegen den Uhrzeigersinn drehen. Und die anderen Schubspannungen laufen vollkommen entgegengesetzt, also in die falsche Richtung. Und dadurch haben wir nur einen ganz schlechten Wirkungsgrad, einen ganz schlechten inneren Hebelarm. Hier ist rechts ist der innere Hebelarm im Prinzip der Abstand zum Mittelpunkt. Und hier im linken Bild ist der innere Hebelarm der Abstand dieser beiden Fahrspuren. Also sehr, sehr wenig. Sie sehen das hier unten nochmal dargestellt. Ja. Also hier habe ich die Kräfte alle in einer Richtung und hier nicht. Und man kann jetzt hier leicht zeigen, dass also hier das um Größenordnungen schlechter ist. Also bei typischen Größenverhältnissen, kommt jetzt natürlich auf die konkreten Abmessungen an, das 20-, 30-, 40-fache schlechter, wie wenn diese Lücke nicht vorhanden ist. Also das werde ich Ihnen gleich noch an Beispielen auch zeigen, aber das ist jetzt mal eine wichtige Botschaft. Wenn Sie Torsionswirkungen abtragen wollen, arbeiten Sie bevorzugt mit Hohlprofilen, die geschlossen sind. Und wenn Sie das Hohlprofil öffnen an einer Stelle, auch wenn es nur ein kleiner Schlitz ist, über die Länge des Profils, dann zerstören Sie diese gute Tragwirkung. Beispiele kommen gleich noch. So, und jetzt als letzte Seite habe ich Ihnen hier jetzt mal alle Formeln zusammengestellt aus allen Kategorien. Also ich habe jetzt meine vier Kategorien, die ich gebraucht habe, um Ihnen das Schritt für Schritt zu erklären, wieder alle in einen Topf geschmissen und gesagt, so, Sie kriegen jetzt eine zusammenfassende Seite, wer Sie alle diese Formeln, geschlossener, dünnwandiger Querschnitt, offene, dünnwandige Profile, Rechteck und so weiter, alle auf einer Seite haben. Natürlich gibt es diese Zusammenstellung genauso im technischen Taschenbuch, in jedem Ingenieurtabellenwerk, aber Sie können es dann hier auch verwenden. Auch für die Prüfung natürlich. Gut, die Übungsaufgabe, das wird dann ein extra Video werden, das ist dafür dann wieder kürzer als das heutige Video. Und jetzt möchte ich Ihnen noch kurz eben ein Beispiele zeigen für diese Wirkungen dünnwandig offen, dünnwandig geschlossen. So, ich habe hier einen geschlossenen, dünnwandigen Querschnitt, ein Aluminiumrohr, das lasse ich normalerweise bei der Vorlesung durchgehen. Sie können sich vielleicht vorstellen, wenn ich da jetzt versuche, Torsion aufzubringen, also ich mache es gerade, aber da tut sich überhaupt nichts, das ist also hier völlig stabil. Und dann habe ich in der Werkstatt dasselbe Aluminiumrohr mal einschlitzen lassen. Sie sehen hier, ist ein Schlitz durchgemacht worden und ich habe jetzt, ich versuche es mal ein bisschen genauer in die Kamera zu halten, ich bin mir nicht sicher, nee, das klappt vielleicht von der Belichtung nicht, doch. Ich habe hier quasi
zwei Zettel im Prinzip draufgeklebt. Das ist relativ primitiv und hier sind zwei Striche drauf, die sich treffen. Und wenn ich jetzt hier an diesem Rohr Torsion aufbringe, dann kann man sehen, dass sich diese beiden Seiten dieses Schlitzes gegeneinander verschieben. Ich hoffe, ich kriege es so hin, dass Sie es sehen können. Mal gucken. Jetzt drehe ich gerade, jetzt lasse ich wieder los, jetzt drehe ich in der anderen Richtung und jetzt lasse ich wieder los. Also das verschiebt sich und man merkt auch, wenn man das macht, aha, da gibt was nach. Und das ist genau dieser Punkt dieses sehr ineffektiven, offenen Querschnitts im Vergleich zu dem geschlossenen Rohr. Ja, das war es jetzt für heute. Ich habe noch ein paar Bilder, die packe ich aber dann zu dem Übungsbeispiel dazu, damit es jetzt nicht noch länger wird, das Video. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.